Ja, willkommen zurück. Ich mache jetzt nur eine kurze Blitzrunde, da ich gleich weg Michael muss. krabbelt jetzt, Aber jetzt Talion. vorher noch mal Er kurz kommt schon halb zocken. die Stufen des Narkost hoch. Eines Tages wird er sie hochrennen. Ein mutiger Waldläufer Gondors sein. Oder ein Steinmetz. Oder Musiker. Genau. Er wird Gondor beschützen. Mit einer Flöte. Da hätten wir noch eine Konfrontation. Schön. So, mal sehen, ob wir ihn besiegen können. Dem der Kopf so schnell nicht kalt. Siehst du nicht, wie viele wir sind? Ich bin so schnell für dich. Nein, so nicht. Ich würde sagen, der ist hier. Einen können wir noch, wa? Hier gibt es Informationen. Informationen sind immer gut. Und sie sind nicht weit weg. Nun hat Sprengstoff im Waffenarsenal. Deshalb denke ich, wir werden mit denen marschieren. Für den Fall, dass der Grabwandler Ärger machen will. Dann werden wir hier stabilisieren. Ich kann
sie riechen. Weg. Naja, war auch nur ein Fußabdruck. So, das ist, finde ich, so ein bisschen nachteilig. Ich muss dann immer wieder am selben Ort finden. Kotrug, der Anführer. Anfällig für Kampftodesstöße, unbeholfen, anfällig gegenüber berittenen Bestien, Furcht vor Karagor. Karagor sind auch. Hast Graux, hast Morgai fliegen und Rufer verdammt verbündet in seinem Leben. Hier uns jetzt die Information wagen und dann ich liebe Totumbox. Es gibt kaum etwas Besseres, als zu sehen, wie das Leben aus den Augen eines verharzten Feindes weicht. Da muss ich ihm sogar recht geben. Also, im Spiel. Geplant. Was passiert halt noch, wenn man versehentlich die falsche Taste drückt? Blatt, die Null. Drogen. Ihre Reise war lang und voller Gefahren und nicht alle, die aufgebrochen waren, überlebten lang genug, um ihr neues Zuhause zu sehen. Sie nahmen mit sich, was sie tragen konnten, und neben ihren physischen Besitztümern, den Werkzeugen und dem Schmuck brachten sie ihre gemeinsamen Träume nach einem besseren Leben mit sich. Ihr Land war untergegangen, aber sie würden weiterleben. Und so sind ihre Relikte über ganz Mittelerde verteilt. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht. Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee, es ist die schlimmste Idee überhaupt. Ich
stellt beim tödlichen Kopftreffer 5 Gesundheit wieder her. Mehr Pfeile, erhöhter Fokuswert. Erhöhten Fokuswert finde ich gar nicht so verkehrt. In meinen Venen fließt kein numenorisches Blut. Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Hallas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. So, und hier werde ich jetzt erstmal diese Sitzung beenden. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit zuschaut.